Hallo, grüßt euch. Sonntag ist Video. Wir starten mit unserer Reihe weiter fort. Sind fast zum Schluss. Ich muss euch, also zwei Enttäuschungen heute vielleicht. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ein Sonntagsvideo wird noch folgen, weil wir haben ja schließlich unter dem Covid-19 auch noch ein, zwei andere zusätzliche Geschichten, die hier noch relevant sind für unsere Problematik Paragraph 6. Die werde ich in dem letzten Video abschließend alle behandeln. Da gibt es nochmal so ein paar Clostridium difficile und solche Geschichten, da werden wir nochmal reingucken, aber das machen wir in einem Video, dann ist das fertig. Und die zweite Enttäuschung, die ich heute vielleicht für den einen oder anderen bereithalte, ist die Äußerung zu Covid-19. Ich halte mich hier nicht bedeckt, sondern ich werde einfach nur die Fakten ansprechen. Ich werde auf Zahlen eingehen, die vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht sind. Das heißt, alle Sachen, die ich euch jetzt hier in dem Video präsentiere, sind immer basierend auf den Veröffentlichungen und Zahlen des Robert-Koch-Institutes. Es wird mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der sagt, ja, ja, ha, ha, aber das ist ja alles fake und stimmt ja nicht. Dazu äußere ich mich nicht, das ist nicht mein Thema hier, darum geht es mir nicht. Für euch ist es ja entscheidend und relevant, was wird in der Prüfung abgefragt, was wollen die von euch wissen und wie müsst ihr euch dazu äußern, beziehungsweise nicht müsst ihr euch äußern, sondern was sind einfach die Fakten, auf die wir uns berufen. Hier auch gleich nochmal der Hinweis für die Videos, die ja bestellt wurden, also die USB-Sticks, die ich angekündigt habe. Wie gesagt, ich werde hier auch nochmal irgendwo da, keine Ahnung, dieses PayPal-Konto einblenden. Für die Leute, die schon bestellt haben, vielen Dank für die Bestellungen. Wie gesagt, übernächste Woche, also nächste Woche sowas, sollten dann die Sticks langsam in den Versand gehen, dann sind sie fertig. Ich habe schon Vorbestellungen, das passt auch. Ich werde euch nicht vergessen, gebt mir die Woche einfach noch Zeit. Ich muss das letzte Video noch fertig machen. Und sobald das fertig ist, knalle ich euch das alles auf den Stick und schicke euch das zu. Adressen habt ihr ja mit dazu geschrieben. Wie gesagt, hier für die, die es noch nicht mitbekommen haben, 50 Euro mir aufs PayPal-Konto überweisen mit dem Hinweis, Paragraph 6, USB-Stick oder sowas, dass ich einfach weiß, warum. Nicht, dass ich es vielleicht als Spende dann ansehe, wobei ich das nicht glaube. Und einfach die Adresse mit dazu schreiben, an die ich den Stick dann senden soll. Und dann bekommt ihr von mir den Stick mit allen Videos, Paragraph 6 von mir, geschlossen in einem Package, ohne Werbung natürlich, plus die Dozentenskripte, also sprich das im PDF, dass ihr das dann auch nochmal nachschauen und nachlesen und nachlernen könnt. Ich werde noch ein paar Extras dazu packen, wie so ein bisschen Gramfärbungsinfo, ein paar Infektions-, also die Paragraphen und Meldebogen. Wie gesagt, das hat dann immer die Frage auf die Aktualität, aber dass ihr zumindest schon mal so einen groben Überblick bekommt, was ist da alles dabei. Wie gesagt, da ist der Stick dann schon mit abgedeckt mit den 50 Euro, das Porto ist mit abgedeckt. Da habt ihr dann keine weiteren Kosten mehr, nur dass ihr eben seht, es geht hier wirklich eher um eine Aufwandsentschädigung, als wie dass ich da wirklich Geld damit verdienen möchte. Okay, alles klar. Dann starten wir heute Covid-19. Das ist also die Problematik. Wie steht es in Paragraph 6 drin? Coronavirus-Krankheit, Covid-19, so steht es im Paragraph. Warum heißt das Ding so? Das ist ein zusammengesetzter Begriff aus Coronavirus Disease 2019. Coronaviren sind schon länger bekannt und auch Varianten davon sind länger bekannt. Und diese Coronaviren haben auch immer grippeähnliche Phänomene gemacht, Virusgrippe, also die wir ja schon, die Influenza, da hat man ja auch schon mal drüber gesprochen, die fällt hier mit darunter. Und Corona hat immer einen gewissen Anteil dieser Influenza ausgemacht, mehr oder weniger, mal mehr, mal weniger, da gab es wohl auch Verschiebungen von Jahr zu Jahr. Die Sachen sind relativ gut erforscht, weil es ja auch einen Impfstoff gegen diese Geschichte gibt, gegen die Virusgrippe, jedes Jahr aufs Neue gebaut. Auch hier haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass im Prinzip diese Viren shiften. Es gibt da drei oder vier Hauptstämme und die shiften untereinander und somit gibt es Varianten und diese Varianten entsprechend produzieren dann, oder für die muss man verschiedene Impfstoffe produzieren. Welche Variante, welches nächstes Jahr auftritt, ist ein Ratespiel. Das heißt, die Virologen haben Forschungen bzw. Erfahrungswerte aus den letzten Jahren und versuchen jetzt anhand dieser Werte quasi eine Prognose fürs nächste Jahr zu entwickeln. Meistens werden da drei, vier verschiedene Impfstoffe entwickelt, die man dann eben auf diesen Virus quasi baut, wie die sich dann auch immer verhalten. Und wenn der Virus dann auftritt, also der Influenza-Virus, dann weiß man, ob der Impfstoff ein Treffer war oder nicht oder welcher von diesen vier Varianten. Manchmal werden drei von den Krankenkassen bezahlt, manchmal nur zwei, manchmal vier. Das entscheiden die Krankenkassen selbstständig und so wird das dann quasi durchgeführt. Da spielt dieser Erreger auch immer eine Rolle, nicht dieser ganz spezielle, aber Coronaviren auch. So,
Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt einen Coronavirus, der sich SARS-CoV-2 nennt. Und SARS war auch schon mal eine respiratorische Krankheit im Prinzip, die auch schon mal da war. Ja, das war vor vielen Jahren, kam auch aus China und aus dem Ausland und hat sich dann aber nicht so verbreitet. Da hat dann auch China direkt dicht gemacht, hat die Grenzen zugemacht und deswegen hat sich dieses SARS damals nicht verbreitet. Jetzt sah das Ganze anders aus. Jetzt kam nämlich 2019 die Entdeckung in Wuhan. Weiß jeder, dieser Tiermarkt, bla bla bla. Ich will mich da gar nicht dazu äußern. Ist auf alle Fälle die Volksrepublik China. Dort quasi trat er das erste Mal auf. Dort hat man ihn entdeckt. So wird es zumindest publiziert. Die Verbreitung erfolgte dann relativ zügig durch die Globalisierung, durch sogenannte, man nennt sie Superspreader, die sich infiziert haben und dann eben ins Flugzeug gestiegen sind. Oder da gab es ja Vorfälle auch in Deutschland, wo man dann auf einem Faschingsfest war und auf einmal dort alle möglichen Leute infiziert hat. Das sind Superspreader. Und 8.7.2021 geht man von mehr als 184 Millionen registrierten Infekten aus. So, jetzt muss man natürlich wieder vorsichtig sein. Und ich will hier keine Spekulationen anstellen, sondern ich will das einfach nur wiedergeben, was das RKI auf ihrer Homepage quasi veröffentlicht. Und was Fakt ist, dass das registrierte Infekte sind. Also positiv getestete. Was anderes ist das nicht. Das hat noch nichts damit zu tun, ob ich krank war, krank werde, ob ich daran sterbe oder nicht. Das bedeutet, es gab 184 Millionen Menschen bis zum 8.7.2021, die durch verschiedene Testverfahren, PCR-Test, Schnelltest, Antikörpertest, positiv getestet wurden. Wo man also gesagt hat, jawohl, der Test hat angeschlagen, anscheinend hat der Patient in irgendeiner Form einen Infekt, einen Kontakt zu dem Erreger gehabt. Ich sage das extra sehr vorsichtig. Man geht hier von einer hohen Dunkelziffer aus. Ja, die bestätige ich blind. Warum? Nicht jeder lässt sich testen. Wir werden nachher noch auf die Symptome zu sprechen kommen. Und da wird sich sehr schnell herausstellen, dass viele wahrscheinlich sogar eine Krankheit hatten und gar nicht sich testen haben lassen, weil sie gar nicht gedacht haben, sie hätten die gehabt. Und ich möchte hier gar nicht unken, aber als das aufkam, haben meine Frau und ich auch gewisse Phänomene gehabt, die wir als besonders erachtet haben. Und wir gehen beide davon aus, wir wissen es nicht. Ich bin inzwischen zweimal geimpft, meine Frau auch. Meine Frau ist mit einer der Ersten, die geimpft war. Ich auch, also deswegen, ihr braucht mir auch keinen Shitstorm in die Kommentare schreiben. Aber wir gehen davon aus, dass wir weit vor dieser ganzen Epidemie, Pandemie, was sich dann da entwickelt hat, das war noch vor der Maskenpflicht, hat man ja schon Symptome benannt und gesagt, so und so verhält sich das und so wird sich das auswirken. Gehen wir davon aus, dass wir es sogar schon hatten. Keine Ahnung, ob oder ob nicht. Wie gesagt, Antikörpertest ist bei mir negativ, bei meiner Frau auch. Meine Frau wurde, glaube ich, inzwischen, bevor sie geimpft wurde, ich würde behaupten, 40 bis 50 Mal getestet. Ich mit Sicherheit auch 5, 6 Mal. Und die Teste meiner Frau gelten für mich dito, denn wir haben so engen Kontakt. Also vielleicht überrascht das jetzt den einen oder anderen Zuseher. Wir leben intim miteinander. Wir küssen uns auch. Das heißt also, hätte meine Frau es gehabt, hätte ich es gehabt. Und hätte ich es gehabt, hätte ich meine Frau infiziert. Also dadurch, dass meine Frau so oft getestet wurde, waren die für mich natürlich repräsentativ auch über... Klar, weil sonst hätte ich ja quasi... Also ihr versteht, was ich meine. Gut. Das heißt also, diese Zahl ist... Das steht nicht gleichbedeutend mit, alle waren krank, alle hatten massivste Symptome und alle waren lebensgefährlich bedroht. Sondern bei so vielen wurde halt der Test positiv ausgewertet. Was das auch immer bedeutet. Über 4 Millionen Todesopfer in Verbindung mit Covid. Auch das ist wieder eine Zahl, hier wird auch gleich wieder hinten angeschrieben, man vermutet eine hohe Dunkelziffer. Die Frage ist aber immer, welche Dunkelziffer vermutet wird. Das heißt, man hat Todesfälle, diese Todesfälle wurden auf Covid-19 untersucht und es wurde Covid-19 festgestellt. Und das waren ja alles, ich sage mal auch Sachen, die ja dann selbst eingeräumt wurden, sogar von den Medizinern selber, deswegen ich sage hier jetzt nichts Verschwörungstheoretisches, dass viele Patienten erkrankt sind, verstorben sind, oder andersrum verstorben sind. Man hat den Covid-Test gemacht, hat den positiv, hat gesagt, oh verdammt, hier haben wir Covid-Erreger. Und somit hat man gesagt, ja, da ist an Covid gestorben. Ganz am Anfang war es ja noch ganz schlimm, so quasi, da bist du vom Panzer überfahren worden, positiver Corona-Test, warst ein Corona-Toter. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, es ging nicht darum, dass man gesagt hat, ja, da kann der Panzer gar nichts dafür. Nein, nein, der ist überfahren worden, keine Frage. Aber man hat in der Registratur einen Strich
bei Covid toter gemacht. Also toter in Verbindung mit Covid. Das ist der Gag an der Geschichte. Also nicht, dass dieser Patient, der verstorben ist, ganz schlimm, dann als nicht Todesopfer eines Verkehrsunfalls geführt wurde, sondern der wurde doppelt geführt. Verkehrsunfall und Covid. Und das ist dann natürlich das, was die Zahl erbringt. Deswegen die Dunkelziffer ist hoch. In die eine Richtung, dass man vielleicht gar nicht viele erfasst hat, weil man eben keinen Covid-Abstrich gemacht hat. Andersrum aber Covid-Zahlen dazu gemacht hat, wobei die Todesursache vielleicht eine ganz andere war, die mit Covid gar nichts zu tun hat. Also beim Verkehrsunfall wäre er auch gestorben ohne Covid. Aber das sind alles so Sachen, deswegen so Zahlen sind halt immer sehr genügsam. Wie hat der eine mal gesagt, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und denen fällt das ja selbst immer wieder auf die Füße. Deswegen, ich sage hier ja keine Verschwörungstheorien oder bete jetzt irgendwas von Aluhutträgern nach, sondern ich sage einfach nur, das ist bei jeder Zahl schwierig. Und wir hatten ja schon ein paar Mal Zahlen, denk mal an die Tollwut, Kranken und so weiter und so fort. Und es ist halt so, wie es ist. Statistik, Zahlen sind genügsam. Okay. Wie wird es übertragen? Tröpfcheninfektion? Also Mund zu Mund, Atemluft, Aerosole, ich spuck dich an, ich atme dich an, ich huste dich an. Im schlimmsten in geschlossenen Räumen, nichts anderes wie bei jeder Grippe, Virusgrippe auch. Also die Übertragung ist hier absolut dito die gleiche. Eine Schmierinfektion wird als möglich erachtet. Auch hier ist man wieder sehr vorsichtig im Wording, indem man hingeht und sagt, ja, möglich ist es. Also nicht dieses, es ist ganz klar, sondern es steht so drin, eine Übertragung per Schmierinfektion wird als Möglichkeit erachtet. Kann sein. Weiß man halt nicht. Ja gut. Also deswegen Flächendesinfektion, wo man ja hingeht und sagt, hat man ja eine Zeit lang gemacht, inzwischen hat das abgenommen, diese Einkaufswagen zu desinfizieren, Flächendesinfektion wie ein Wahnsinniger durchzuführen, alles abzuputzen. Denn der Hauptübertragungsweg ist und bleibt eine Tröpfcheninfektion und überwiegend das in geschlossenen Räumen. Also auch das hat man ja inzwischen so alles ein bisschen zurückgenommen, dieses im Freien draußen und so weiter, auf dem Marktplatz mit Maske rumlaufen. Wenn es gar keinen direkt beim Joggen hat man ja alles gehabt, mehr oder weniger, ist alles nicht mehr so haltbar. Gut. Inkubationszeit, da ist man auch sehr vorsichtig. 5 bis 6 Tage, auch bis zu 2 Wochen möglich, manchmal auch innerhalb von 24 Stunden. Das ist jetzt sehr, sehr variabel, kommt halt drauf an. Wir hätten das ja quasi bei der Grippe, das ist fast zu lang für eine klassische Grippe und deswegen müssen wir weiter gucken, ob es für uns eine andere Definition oder eine andere Option gibt, das zu differenzieren. Denn anhand der Inkubationszeit fällt uns das schwierig, weil können wir nicht sagen. Wir hatten ja das Glück, dass es ja manche Krankheiten gab, sauschnell. Noro, erinnert ihr euch dran, habe ich ja vielleicht erwähnt, Gastroenteritiden, innerhalb von 24 Stunden, ganz, ganz schnell. Und wir hatten andere, die waren ewig lang, das ist dann schon so ein Hinweis, aber in dem Fall, wie alles andere halt auch. Trotzdem besteht für uns aber eine Meldepflicht, ein Behandlungsverbot, 24, Krankheit steht im 6er, nicht im 7er, Erreger haben wir da nicht drin, aber Meldepflicht bei Verdacht, da kommen wir nachher noch dazu, Erkrankung und Tod, denn wir müssten ja bei einer verdächtigen Covid-19-Erkrankung melden. Kommen wir gleich dazu, auch da hat sich das RKI, das RKI im Prinzip schon ein bisschen zurückgerudert, möchte ich nicht sagen, aber die haben natürlich auch Probleme bekommen und deswegen die Gesundheitsämter haben da schon so ein bisschen gedämpft. Ich habe da ein Original aus dem RKI, das heißt, das werden wir nachher durchlesen, wie sieht es für uns mit der Meldepflicht aus. Was drin steht, was für uns gilt, ist im 6er der Schnelltest. Das heißt, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass wir im Covid-Fall einen Schnelltest durchführen dürfen und der zählt dann auch. Das heißt, das ist von der Verpflichtung für den Arzt herausgenommen. Da gibt es ja mehr so Teste, HIV-Test eben auch. Heißt also, wenn wir uns schulen lassen würden, das muss natürlich geklärt sein, dann müssen wir einen zugelassenen Test verwenden, müssen die Vorsichtsmaßnahmen und Schutzmechanismen und Hygieneverordnungen einhalten. Und dann dürfte ich, ihr Heilpraktiker, wer auch immer, einen Covid-Test durchführen, den ihr stempeln dürft. Und der hat genauso viel Gültigkeit wie ein negativer Covid-Test vom Arzt. Also da gab es ja die Zeit noch, das ist jetzt nicht mehr so, aber zu diesen Hochzeiten, Lockdown, mit Einkaufen und Shoppen gehen und nur mit eben Covid-Nachweis und negativen Testnachweis. Und den hätten wir zu der Zeit quasi ausstellen können. Also das, was man in den Einkaufszentren, in den Fußgängerzonen dann gesehen hat, mit diesen Bussen und so, das hätten wir in unseren Praxen auch tun dürfen. Kam ein bisschen zu Verwerfungen, fand man nicht so gut, weil es wohl doch ein oder andere gab, die das gemacht haben. Aber gesetztechnisch absolut safe, 100%, das ist uns erlaubt. Gut,
und immer noch erlaubt. Also wenn heute noch jemand so einen Test braucht und ich mache den, dann darf ich den offiziell durchführen. Steht in Paragraph 6, wir haben ja drüber gesprochen. So, jetzt schauen wir uns den Krankheitsverlauf an, weil der interessiert uns ja in vielen Fällen, wenn es dann darum geht, können wir es erkennen, können wir es nicht erkennen. Wir haben ja eine Meldepflicht bei Verdacht, deswegen müssen wir gucken, wie ist der Verlauf. Jetzt haben wir ein Problem, der kann wahnsinnig stark variieren. Und das ist wirklich, die Zahlen sind nicht von mir, die sind vom RKI, nicht von mir. Das ist alles das, was das RKI zu dieser Krankheit schreibt. Denn die legen ja fest, wir müssen melden, also müssen die ja auch die Rahmenbedingungen festlegen. 55-85%, ich finde diese Spanne sehr interessant. Also hier reden wir nicht von 80-85%, sondern von der Hälfte bis fast alle. Das muss man ja mal zeigen, Symptome in unterschiedlichster Ausprägung. Das heißt also, in den meisten Fällen ist alles irgendwie, aber nicht eindeutig. Der Rest verläuft beschwerdefrei. Das heißt also, wenn man das jetzt so hinnimmt, können von 15% bis zur Hälfte symptomfreie Verläufe anstehen. Der Rest hat halt von bis. Und was heißt jetzt von bis? Von bis bedeutet, von denen, wenn das jetzt die 100% sind, haben 81% leichte Verläufe. Bisschen Fieber, bisschen Erkältungssymptome, eventuell eine leichte Lungensymptomatik, also mit Husten, trockener Husten und solche Geschichten. Haben wir es noch? Genau, trockener Husten und Müdigkeit. Das ist das, was in den häufigsten Fällen auftritt. Und da kommt auch das Problem der Krankheit zum Tragen. Das heißt, die meisten Patienten, die überhaupt Symptome haben, weil der Rest hat ja gar keine. Ne? Das heißt, der Rest hat sowieso keine Symptome. Und die Patienten, die Symptome haben, davon hat 81% nur einen leichten grippalen Infekt. Denen tut das auch nichts. Die müssen auch nicht mit Langzeitschäden rechnen. Die müssen auch nicht mit Komplikationen, Beatmung, weil das überstehen die so, ohne Drama. Die sind nach einer Woche sind die wieder auf dem Damm und waren ja nicht mal richtig krank. Und das ist jetzt das Problem dieser atypischen Pneumonie, dass sie jetzt andere infizieren. Und man versuchte, momentan nicht mehr, weil die Maßnahmen abgeklungen sind, aber es gibt ja immer noch Regularien, aber man versucht damit im Prinzip die 19%, im Prinzip, die dann nicht leichte Verläufe haben, zu schützen. Das ist der Grund der Maßnahme. Punkt. Ob wir, ihr, ich, du, sie, es das gut findet, ob das gerechtfertigt ist, haben wir leider nicht zu entscheiden. Das haben die Politiker für uns getan. Die war nämlich der Meinung, das rechtfertigt alle Maßnahmen, die hier entsprechend gegriffen haben. Ich bewerte das nicht. Deswegen sage ich ja, was meine Meinung ist, eure Meinung ist, interessiert hier niemanden. Das haben Politiker entschieden, die gesagt haben, diese 19%, das werden sogar noch ein bisschen weniger, die wirklich gefährdet sind an schweren Verläufen, die müssen wir schützen, indem wir diese Maßnahmen ergreifen, wie wir es getan haben. Selten, und das ist es eben, kommt es jetzt zu Schnupfen, Kopfschmerzen, Hals-Gliederschmerzen, Durchfall, Erbrechen, Geschmacks-, Geruchsverlust und Hautausschlag. Solche Phänomene gab es, die wurden dann auch teilweise so ein bisschen durch die Presse gepeitscht, Long-Covid auch genannt und sowas, und hier mit Geschmacks- und Geruchsverlust. Ja, die Phänomene gab es, das ist aber sehr individuell, das festzulegen. Und nur in ca. 14%, also die zählen schon zu den 19%, die nicht einen leichten Verlauf haben. Das heißt also, du hast diese leichten Verläufe und hast jetzt noch ein bisschen Gliederschmerzen oder Schnupfen oder Kopfschmerzen dazu, dann zählst du schon, ich gehe nochmal zurück, zu diesen 19%. Von denen haben jetzt 14% schwere Verläufe. Das heißt also, im Prinzip sind es 14%. Und nur ca. 5% müssen intensivmedizinisch versorgt werden, denn selbst das heißt noch nicht, dass du ins Krankenhaus musst, sondern es bedeutet nur, du bist krankgeschrieben. Nochmal nachvollziehen, das ist wirklich, das ist nicht eine Zahlentrickserei von mir. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das sind die Zahlen aus dem RKI. Das ist Text, den ich quasi abgeschrieben habe. Das ist Copyright. Also da könnt ihr mir jetzt eine Copyright-Verletzung vorwerfen. Ja, ich habe abgeschrieben auf der Seite des RKIs. Und die sagen klipp und klar, 55-85% zeigen Symptome. Symptom ist ja nur Husten. Husten ist ja schon Symptom. Schnupfen ist schon Symptom. In unterschiedlicher Ausprägung. Der Rest, alles was da drunter liegt, ist, kriegt gar nichts mit. Das heißt, du läufst die Covid durch und bekommst überhaupt nichts mit davon. 81% der Personen bekommen leichte Verläufe. Mit Fieber, Erkältungssymptomen, Symptome einer leichten Lungenentzündung.
Also Symptome, und das ist das, was meiner Frau und mir passiert ist, die dich nicht zum Arzt bringen, sondern wo du sagst, ich muss nur irgendwie so, fühle mich nicht so gut, aber naja, egal, geht schon. Alles cool. Eventuell noch Husten und Müdigkeit. Wenn jetzt zu den Symptomen noch ein Schnupfen dazukommt oder Kopfschmerzen, dann sprechen wir schon nicht mehr von einem einfachen Verlauf, sondern dann reden wir eventuell sogar schon von einem schweren Verlauf. Was aber immer noch nicht bedeutet, dass du ins Krankenhaus musst, sondern du bist dann einfach in einem Zustand, wo du sagst, ja, hey, mit Schnupfen und Kopfschmerzen, da bleibe ich gern daheim. Dann gehst du zum Arzt, der schreibt die 14 Tage krank oder eine Woche und dann ist alles gegessen. Also immer noch kein Krankenhausaufenthalt. Und nur die 5% müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Das sind jetzt natürlich Zahlen, die ich vor, und deswegen ist das schwierig für mich gerade für euch ein bisschen. Ich hoffe, ihr merkt das, weil ich eben nicht der Ankläger sein möchte, weil das auch keinen Sinn macht. Will ich auch nicht, das ist überhaupt nicht meine Überzeugung. Wenn ich dieses Video jetzt wahrscheinlich vor einem halben Jahr aufgenommen hätte, dann hätte man mich wahrscheinlich auf YouTube gesperrt, vermute ich jetzt mal. Weil das ja alles Aussagen sind, die schon hart sind. Vor allem, wenn es Personen betrifft, die ja wirklich in diesen 5% reingehören. Die Zahlen hat das RKI jetzt veröffentlicht. Heißt also, das sind halt Zahlen, die man jetzt im Nachhinein zum Abklingen so ein bisschen, die Zahlen gehen ja alle runter, wir kennen selber, wie hoch die Inzidenzen sind. Wir liegen, glaube ich, bei nicht mal mehr 2 oder sowas, Inzidenz 2, irgendwie unter 2 oder sowas. Ja? Bedeutet, das ist das, was man jetzt als Resümee aus dieser Pandemie gezogen hat, nämlich genau diese Varianten. Und die habe ja nicht ich aufgeschrieben, sondern das RKI hat die gemeldet bekommen. Und die kriegen ja auch gemeldet, wie ist der Verlauf, wie viele Leute gehen intensiv, wie viele Leute werden stationär behandelt, wie viele Leute werden ambulant behandelt, also zu Hause, wie viele kriegen überhaupt Medikamente. Und das sind die offiziellen Zahlen. Ich kann das nur so darlegen. Und wie ich ja gesagt habe, im Vorfeld zu sagen, okay, wir haben die Leute geschützt, alles cool, das war die Intention unserer Politik. Gut. Soll uns aber nicht interessieren, wir wollen ja die Krankheit verstehen. Lungenentzündung mit schwerem Verlauf, das wäre eine Komplikation, also das ist jetzt die Sache dieser 5%. Oder eben dieses Lungenversagen, das ist dann die Beatmungskiste, wir sind immer noch bei den 5%. Oder dann eben Probleme, Komplikationen, die noch aufgrund der Grunderkrankung auftreten können. Also so wie wir es auch bei grippalen Infekten haben, dass das sich dann aufs Herz schlägt, aufs ZNS, auf die Leber oder auf die Niere. Das wurde bei Covid auch beobachtet. Ne? Also auch das kann hier durch die Krankheit passieren. Alles normal, alles okay. Also deswegen eine gefährliche Krankheit, steht außer Frage. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Wir werden nur ein Problem bekommen, das werdet ihr jetzt nachher gleich sehen, wenn es um die Differenzierung geht. Das heißt, die Krankheit zu verstehen ist nicht schwierig. Wir haben also einen Coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-19, der leichte Verläufe hat, der in seltenen Fällen, darf ich selten sagen, weiß ich nicht, in einigen Fällen schwerere Verläufe zeigt und in einigen Fällen intensivmedizinisch versorgbare Fälle sorgt, der über Tröpfcheninfektion übertragen wird und tödlich verlaufen kann, als Komplikation. So, mehr haben wir noch nicht gesagt. Das ist das, was Fakt ist. Und jetzt kann sich da eben Komplikationen daraus entwickeln, Lungenentzündung, schwerer Verlauf, akutes Lungenversagen oder halt durch die Krankheit eine Komplikation entstehen über Niere, Leber, ZNS oder Herz. Auch alles okay. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Ich als Heilpraktiker. Und jetzt spreche ich als Heilpraktiker. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich gleich lachen, wenn ihr mein Problem hört. Ich muss es melden bei Verdacht. Verdammt. Lasst euch das auf der Zunge. Jetzt kommen wir nämlich wieder zurück. Jetzt kommt jemand zu mir mit Erkältungssymptomen. Kann er ja kommen. Der will eigentlich nur einen Tipp haben. Hier kann ich was dagegen tun. Immunsystem. Jetzt müsste ich theoretisch von einem Verdachtsfall ausgehen. Leichte Fieber, trockener Husten. Trockener Husten könnte auch einfach, ich sage es jetzt mal ganz böse, karzinomverdächtig sein. Trockener Husten kann auch nur eine Reizproblematik sein bezüglich trockener Raumluft. Das kann alles Mögliche sein, von, ich möchte das nur zeigen, super lapidar, bis natürlich Todesurteil Bronchialkarzinom eventuell. Aber es kann auch Meldepflicht für mich bestehen, denn es könnte verdächtig sein auf Corona. Ich habe ja jetzt aber ein Problem, ich will mich ja nicht über meine Kompetenzen hinaus bewegen. Das heißt also, was mache ich jetzt mit so einem Patienten? Und das ist ja eine Sache, die kann mir immer passieren. Ja, die Nachbarin ruft an, sagt, Mensch, unsere Tochter oder so Sohn, der hat so ein bisschen Erkältung, könntest du mal gucken kommen? Da müsste ich jetzt schon hingehen und sagen, Masern, das erkennen wir, schwer krank, verheult, verrotzt, verquollen, wir wissen das alles, das haben wir alles besprochen. Nur jetzt komme ich in die Bredouille, jetzt kriege ich ein Problem, ob ich daran glaube oder nicht, spielt überhaupt kein Klavier, ich muss es melden, ich muss meiner Meldepflicht nachkommen.
Diese Krankheit steht im Sechser. Ich bin meldepflichtig und zwar bei Verdacht. Und jetzt kommen wir zu der Definition des RKIs. Wer ist verdächtig? Personen, also jetzt geht es darum, wer ist verdächtig? Personen mit einer akuten respiratorischen Symptomatik, also Symptome, die den Atemtrakt betreffen, Atemnot, Atemprobleme, Husten, respiratorische Probleme, eventuell auskultatorische Phänomene, inspiratorische, expiratorische Stridor, Husten, solche Geschichten. Jeder Schwere, heißt also, das ist egal, ob das total heftig ist oder super mild. Und, also das muss er haben, und Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall. Das heißt also, wir brauchen einen Patienten, der mir jetzt sagt, okay, ich habe respiratorische Symptome, also leichter Husten, subfebrile Temperatur, sind wir schon dabei, jeder Schwere. Und jetzt muss ich denen sagen, du pass mal auf, hattest du Kontakt zu einem Covid-19-Patienten, der bestätigt war, also positiv getesteter? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schwierig. Vor Erkrankungsbeginn, also bis maximal 14 Tage vor Krankheitsbeginn. Also ganz ehrlich gesagt, wenn man mich fragen würde, wo ich vor eineinhalb Wochen war, also vor 10 Tagen, kriege ich noch hin. Aber mit wem ich da jetzt alles Kontakt hatte, schwierig. So, aber das wäre dann eine Person. So. Oder, zweite Variante, Personen, bei denen klinische oder radiologische Hinweise auf eine durch Viren verursachte Lungenentzündung vorliegen. Das können wir schon gar nicht mehr machen. Da sind wir schon im Krankenhausbereich, schulmedizinischer Bereich, Radiologe. Und ein epidemischer Zusammenhang, also mehrere Fälle davon, Lungenentzündung, in einer Pflegeeinrichtung oder einem Krankenhaus wahrscheinlich ist oder vermutet wird. Das ist für mich irrelevant. Das habe ich nicht. Ich arbeite weder im Pflegeheim noch im Krankenhaus noch sonst was. Das ist Pflegepersonal. Da bin ich nicht von betroffen. Na, und hier brauche ich aber den radiologischen oder klinischen Hinweis. Der heißt, der muss schulmedizinisch eh schon untersucht worden sein. Bin ich eh raus. So. Werden vom Robert-Koch-Institut als begründeter Verdachtsfall eingestuft und sind dem Gesundheitsamt zu melden. Punkt. Heißt also, wir unterliegen einer Meldepflicht ans Gesundheitsamt für Covid-19-Patienten, die eine respiratorische Symptomatik aufweisen, jeder Schwere, und die einen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall haben. Das heißt also, ich brauche einen Patienten, der respiratorische Symptome hat, und gleichzeitig sagt, jawohl, innerhalb der letzten 14 Tage war ich bei einem Treffen, da war mit Humasep, und der Humasep, der ist positiv getestet worden. So, wenn ich jetzt also einen Patienten habe, der zu mir kommt und sagt, du pass mal auf, mein Kumpel hat mich jetzt angerufen, der hat gesagt, der ist jetzt letzte Woche positiv getestet worden. Mit dem bin ich letzte Woche noch, 10 Tage vorher von mir aus, zusammengekocht. Dann frage ich den, okay, pass auf, hast du irgendwelche respiratorischen Symptome? Hast du Husten, Heiserkeit, Halsschmerzen, Atemnot, irgendwie sowas? Und wenn der sagt, nö, muss ich nicht melden. Wenn der sagt, ja, jetzt wo du sagst, ich habe ein bisschen Husten, dann muss ich melden. Also ihr seht, da sind wir ganz schnell dabei. So, jetzt ist aber eins, das kommt dazu, theoretisch ist dann alles zu melden, was irgendwie in diesem Zusammenhang steht. Jetzt geht man hin und sagt, okay, wieder Originalkopie, ihr seht das schon, auch von der Formatierung her, das habe ich 1:1 von der Seite kopiert. Also nicht irgendwie selbst abgetippt, nicht um irgendwelche Tippfehler drin zu haben. Personen mit akuten respiratorischen Symptomen, jeder Schwere, also das gleiche, was wir vorhin hatten, ohne Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall, bis maximal 14 Tage vor Erkrankungsbeginn, dafür aber in einer Tätigkeit, Pflege, Arztpraxis oder Krankenhaus oder Zugehörigkeitsrisiko oder anderen bekannten Risikofaktoren, Punkt 1, oder bei denen klinische oder radiologische Hinweise eben durch einen Virusopneumonie vorliegen, ohne Kontakt zu einem Covid-19-Fall zu haben, werden vom RKI als Fall unter differenzialdiagnostische Abklärung eingestuft und sollen zunächst nicht gemeldet werden. Das heißt, wir melden ihn nicht. Heißt also, nochmal langsam, Personen, die eben die Symptomatik haben, ohne Schwere, die aber keinen Kontakt zu einem bestätigten Fall haben. Und das musst du ja gar nicht wissen. Jetzt nehme ich mal wieder mich als Beispiel. Ich bin relativ viel unterwegs. Ich bin relativ viel, also wir können ja jeden anderen nehmen. Und ich habe viel Kontakt zu Menschen, die auch nicht unbedingt immer sich da eingetragen haben oder sonst was. Und weil, wie gesagt, der Sechser besteht ja immer noch. Also das ist ja jetzt nicht nur, weil die Maßnahmen aufgehoben sind, dass das da nicht mehr gilt. Diese Krankheit steht in Paragraph 6 und somit besteht auch diese Meldepflicht. Die besteht auch noch in 5 Jahren. Außer in 5 Jahren ändern die das wieder und nehmen das raus.
Das heißt also, es gilt für uns nach wie vor und das würde auch nächstes Jahr gelten. Gehen wir mal davon aus, Zauberwelt, nächstes Jahr gibt es kein Covid mehr. Die Krankheit tritt nicht mehr auf, die Tests sind alle negativ, es gibt kein Problem mehr. Dann gilt der aber immer noch. Und jetzt hat man eben ein bisschen Bammel davor, dass jeder hier gemeldet wird. Und somit brauche ich diese Bestätigung für diesen Covid-Fall. Und wenn ich die nicht habe, wenn also der Patient kommt, respiratorische Symptome hat, Husten ein bisschen so bla 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 und ich frage den, und hatten Sie Kontakt zu einem Covid-19-Patienten, der bestätigt wurde? Und er sagt nur, nö, nicht, dass ich wüsste, dann bin ich aus der Meldung raus. Also für uns interessiert immer nur dieses, weiß der Patient, dass er Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte? Ja oder nein? Hatte er den Kontakt? Müssen wir melden? Hatte er keinen Kontakt? Müssen wir nicht melden? Das ist genau dieser Punkt. Ne? Ohne Kontakt, genau. So, und dann eben voreinander, dafür aber eine Tätigkeit, so, selbst wenn er dann aber in der Pflege arbeitet. Also, das kommt noch dazu. Das ist ein bisschen verwirrend, aber das zählt dazu. Das heißt also, nochmal, Personen, respiratorisches Symptom, keinen ohne Kontakt zu einem Covid-19-Fall, aber in der Pflege, Arztpraxis, Krankenhaus oder Zugehörigkeit zu Risikogruppen ohne bekannte Risikofaktoren werden vom RKI als Fall unter Differentialdiagnose auch eingestuft und sollen zunächst nicht gemeldet werden. Also selbst wenn die Krankenschwester zu uns kommt, die Arzthelferin, die Pflegekraft, die sagt, aber hatte keinen Kontakt, sagt, du weißt nicht, konnte Covid-19, nein, ist mir nichts bekannt, sind wir raus, nicht melden. Also hier ist man schon sehr weit, ich finde schon sehr weit zurückgegangen. Aber nur, dass wir wissen, wann müssen wir melden. So, Differentialdiagnosen werden nicht weiter ausgeführt. Das heißt also hier, normal für alle Krankheiten, gibt es differenzialdiagnostische Hinweise, wo man eben sagt, pass auf, das kannst du mit dem und dem verwechseln. Also auch hier für euch nochmal, die, wo ich aufgeführt habe, habe ich mir nicht ausgedacht, die werden dort angegeben als differenzialdiagnostische Überlegungen. Hier wird nichts ausgeführt. Bezug kann genommen werden auf PCR bzw. Schnelltests. Das heißt, hier heißt es einfach, ist der PCR oder Schnelltest negativ, ist die Covid-Erkrankung ausgeschlossen. Das ist das, was hier quasi Bezug genommen wird als Differentialdiagnose. Und dann brauche ich ja keine Covid-19-Diff, weil der Test ist negativ und eine Differentialdiagnose brauche ich da nicht erforderlich sein, weil der Test war negativ. Also gibt es ja keine Fragen dazu. Ich sage das jetzt so. Wie gesagt, alles RKI, nicht von mir. Gut. Behandlung, symptomatische Maßnahmen, wir haben es mit dem Virus zu tun. Auch eine nette Sache, auch von der RKI-Seite. Eventuell Remdesivir. Vielleicht schon mal gehört davon. Für schwerstkranke Patienten empfohlen laut DIVI, Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V., die sagen, das wäre empfohlen, da könnte man das abwägen bei schwerstkranken Patienten im Krankenhaus. Wie gesagt, für uns gar nicht zuständig, das ist also zugänglich, das Präparat ist verschreibungspflichtig, nur dass man sieht, die ERS, die European Respiratory Society, entscheidet aber, nein, wir empfehlen es nicht. Auf gar keinen Fall. Ihr seht also, da sind sich sogar die höchsten Gemüter nicht einig, wie hier zu behandeln ist. Ich werde mich hier zu gar keiner Aussage hinreißen lassen. Ich gebe euch nur den Tipp, solltet ihr diesbezüglich gefragt werden, ist so eine Info gar nicht so schlecht. Und dann zu sagen, kann ich nicht sagen, ist ein Virus. Es gibt Medikamente, die werden von der einen Society oder von der einen deutschen interdisziplinären Vereinigung empfohlen. Und die European Society sagt, wir empfehlen das nicht. Macht ihr euch darüber schlau, ist nicht mein Part, ich bin nur Heilpraktiker. Ich werde es eh nicht behandeln. Sobald ich den Kontakt zu einem Covid-19-Patienten habe, bestätigt, positiv, melde ich euch das. Bei einem respiratorischen Symptom habe ich die nicht, melde ich es nicht, weil ich nicht verpflichtet bin. Behandeln müsst ihr ihn sowieso hier. Man wird sehen. Ich sehe keine Ahnung. Vielleicht erfinden sie noch was, vielleicht erfinden sie nichts. Ich weiß es nicht. Immunität, Impfung. Ja, auch darüber haben wir schon gesprochen. Ich lege jetzt auch schon den Stift weg. Impfen können wir das. Zweifachimpfung, ganz klar. Manche sind Einfachimpfung. Es gibt unterschiedliche Methoden. mRNA-Impfstoff. Ist kein Drama. Kann man machen. Passt. Hat Vorteile. Definitiv. Ist keine Frage. Jetzt wird schon darüber gesprochen, eine Drittimpfung durchzuführen. Also, dass eine dritte Auffrischung erfolgen muss, um nochmal die Immunaktivität zu erhöhen. Es ist wieder die Rede über einen Impfstoff, der einmal gegeben wird. Man muss jetzt schon gucken, der Virus wird shiften. Das weiß man ja, es gibt ja Varianten, Delta-Variante, Alpha, Beta, wie die alle heißen, südafrikanisch und so weiter. Gab es ja die britische Variante und so weiter. Hier hat man ja schon Angst gehabt, dass der Impfstoff nicht mehr passt.
wie beim Grippeimpfstoff standardmäßig, weil er eben shiftet. Bis dato hat man festgestellt, der Impfstoff würde noch passen. Dies mit der, jetzt sind wir bei der Delta-Variante, ich glaube Omega oder was es auch schon gibt, ich habe keine Ahnung, wird sich zeigen, ob sich das da überhaupt noch deckt. Dann wird man wieder einen neuen Impfstoff bauen müssen auf die neue Variante und ich gehe davon aus, jetzt kommt Spekulation von mir, dass wir irgendwann in ein Verfahren wie bei der Grippeschutzimpfung hineinlaufen, heißt, es wird eine Vermutung geben, wie der Virus sich verändert und auf den wird man dann quasi als Mutmaßung einen Impfstoff bauen, der dann entsprechend das Jahr zuvor immer zur Verfügung steht. Genau, also so ist das einfach vom Ablauf her. Jetzt habt ihr im Prinzip alle Infos für die Covid-19-Kiste. Ich weiß, das wird den einen oder anderen nicht befriedigen. Ich werde mich aber hier auch nicht in irgendeine ketzerische Art und Weise dazu äußern. Fakt ist, ihr müsst wissen, wann ihr melden müsst. Und das war mein größtes Problem, zu wissen, wann ich melden muss. Jetzt wissen wir es, wenn ich eben den Kontakt zu einem Covid-19-positiv Getesteten hatte. 14 Tage ist die Deadline. Wenn ich das nicht weiß, ich kann es sagen, dass ich es gar nicht weiß, dass irgendeiner positiv getestet wurde, aber es mir nicht mitgeteilt hat, interessiert mich nicht. Ich frage meinen Patienten mit respiratorischen Symptomen, hatten Sie Kontakt zu einem Patienten, der in den letzten 14 Tagen positiv auf Covid-19 getestet wurde? Und wenn der mir sagt, nope, dann melde ich nicht. Und wenn der mir sagt, jupp, dann melde ich. Ich hoffe, ich habe euch damit jetzt ein bisschen Sicherheit gegeben. Wie gesagt, ich wollte keine Unsicherheit stiften, sondern Sicherheit geben. Und den Rest wird man sehen, wird die Zeit bringen. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns nächsten Sonntag für den letzten Teil. Und dann haue ich auch die Sticks raus und verschicke euch die. Die Zeit müsst ihr mir jetzt noch geben, bis ich das letzte Video gedreht habe. Und dann kriegt ihr auch sofort die Sticks zugesendet, die ihr entsprechend bestellt habt. Ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.